einst versteckt durch die Alten, lauert in den finstersten Tiefen von Embervale eine uralte Bedrohung. Der Shroud, eine unaufhaltsame Macht des Verderbens, entsprungen aus den Brunnen, die einst im Überfluss das kostbare Elixier speisten. Ein verheerendes Übel, das die Welt verdunkelt und verschlingt, was einst lebendig war. Doch inmitten der Dunkelheit, als Embervale dem Untergang geweiht schien, erhob sich eine Allianz. Die Menschen in ihrer Verzweiflung suchten Hilfe bei den Alten, jenen mystischen Wesen, die die Geheimnisse der Schöpfung bewahren. Gemeinsam schufen sie die Flameborn, Meisterhandwerker, die im Feuer geboren wurden, ausgestattet mit der Gabe, das Verlorene wiederherzustellen und die Welt neu zu formen. Diese Handwerker, die in Kapseln ruhen, warten in tiefem Schlaf darauf, erweckt zu werden. Ihre Hände können die zerschlagenen Reste von Embervale heilen, doch allein sind sie nicht in der Lage, dem Shroud Einhalt zu gebieten. Aus diesem Grund wurde Pandia, die Lichtbringerin, Tochter des mächtigen Zeus und der strahlenden Selene, entsandt. Mit der Macht der Götter in ihren Adern wird sie die Flameborn erwecken und gemeinsam mit ihnen den Kampf gegen die Dunkelheit aufnehmen. In ihrer Zusammenarbeit liegt die letzte Hoffnung von Embervale. Eine Hoffnung, die aus dem Licht geboren wird und sich durch die geschickten Hände der Flameborn manifestiert. Willkommen zu Enshrouded, wo wir Pandia auf ihrer Rettungsmission in Embervale begleiten. Pandias erstes Ziel wird sein, die Dinge zusammenzutragen, die sie braucht, um zu überleben, sich hier eine erste Basis zu schaffen, Oswald den Handwerker zu retten und die ersten Kämpfe zu bestehen. Was haben wir da? Den Ring des Jägers. Hallo, mein Freund. Auf ihrem Weg durch die Höhle traf Pandia gleich auf die ersten Kreaturen des Shroud. Dabei fand sie ein paar erste Waffen und lernte einige nützliche Dinge. Nachdem sie die Höhle verlassen hatte, machte sie sich gleich daran, die Gegend zu erkunden. Ah, es sieht nach einer Geheimtür aus. Pfeile. Fein, hier hat jemand ein Feuer für uns vorbereitet und wir können uns gleich mal was zu essen machen. Ein paar Pilze und ein bisschen Fleisch. Pandia begann den Bau ihres ersten Hauses damit, dass sie diese Flamme aufsetzte und die Werkbank hinstellte. Die Flamme war gesprächig und sagte ihr, wo sie den nächsten Überlebenden finden würde, der hier ganz in der Nähe in einer Krypta schlief. Hier können wir mal unser Werkzeug reparieren. Was brauchen wir dafür? Miasmaholz und Miasmasporen und Stein und eine erste Kiste und ein paar Dächer. Oh, und ein Bett wäre gut gewesen. Dafür brauchen wir noch Pflanzenfasern. Na gut, kann ich gleich noch ein besseres Bett bauen. Jawohl. Das ziehen wir an. Gute Nacht. Und sorgen dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf bekommen. Das Ernten der Materialien und der Bau des Hauses ging schnell voran und innerhalb eines Tages stand dann das Haus und das Dach war gedeckt. Die erste Hütte steht am Mittag des zweiten Tages. Am nächsten Tag ging es in den Shroud, Miasmaholz ernten für den Gleiter. Das reicht uns, glaube ich, schon von der Menge her. Da Pandia schon mal hier war, erkundigte sie die Gegend dann gleich noch etwas weiter, traf natürlich auf ein paar Kreaturen des Shroud und fand eine Truhe. Na, da leuchtet schon was. Guck mal, was wir da haben. Eine goldene Kiste. Yay. Was haben wir bekommen? 8 Ausdauerpunkte.
Und dann können wir den eigentlich wahrscheinlich gleich löschen. Und dann gehen wir wieder raus hier. Den können wir bauen. Sehr schön. Und was fehlt uns hier? Metallschrott, Garn und Miasmasporen. Metallschrott, Miasmasporen und Garn. Und dann können wir den auch bauen. Wunderbar. Dann sind wir an Tag 3 gut ausgerüstet. Ausgestattet mit Gleiter und Greifhaken konnte Pandia sich jetzt auf den Weg machen über die Brälinbrücke, um den Überlebenden in der Krypta auf der anderen Seite des Shroud zu retten. Den Schmied sollen wir holen, hat uns die Flamme gesagt. Ich kümmere mich gleich um dich. Okay. Sehr gut. Die Götter haben gesagt, hier kommt man schneller voran, wenn man die Wege benutzt. Also glauben wir den Göttern, ne? Ich höre hier doch Bienen. Ich will nicht irgendwie von Bienen angefallen werden. Ja. Gut. Mehr Bienen. Gott, das sind ja gar kein Ende hier mit den Bienen. Ist hier denn jemand? Ist hier jemand? Da ist jemand. Au, okay, wir wechseln mal. Hilft uns das? Ja, das hilft. Okay. Das war schon mal nicht schlecht. Wir gönnen uns mal einen Verband. Hier ist doch bestimmt noch mehr als einer. Na, hier können wir reparieren. Da ist der andere. Jetzt schauen wir mal mit unserem Zauberstab. Der geht gut. Sehr gut. Das gefällt mir. Da haben wir was. Balthasar hat hier wieder geschrieben. Da oben scheint es auch noch etwas zu geben. Ah, die kenne ich. Da bin ich auch rausgekommen. Und ist hier noch jemand? Nee, hier ist niemand. Erbauer der Flamme. Wasser ist wichtig, ne? Das haben wir gemacht. Da ist noch einer. Okay, das war's schon. Da ist eine Nachricht für uns. Balthasar. Der Schmied, ja. Der Schmied ist da drin. Und den holen wir jetzt raus.
Zeit! Hallo Oswald. Schön, dass du da bist. Hat Balthasar gut gemacht, dass ich dich retten konnte? Herstellung der ersten Ausrüstung. Jawohl. Schwach und mickrig. Naja, so schwach bin ich nicht, aber... Ja, ich bin sowieso hier, um das Miasma zu bekämpfen. Du möchtest bestimmt einen Ofen haben. Dafür brauchen wir Steine und eine Schmiede. Also Steine, Metall, Schrott. Ja, also erstmal den Ofen. Und dann packen wir schon mal das erste Holz hier rein. Und Erde will er auch haben. Okay, mal gucken, ob wir schon ein bisschen Erde gesammelt haben. Was ist das? Schutt. Und ein bisschen Erde haben wir schon. Oswald, können wir schon eine meiner Waffen aufwerten? Nee, reicht nicht. Ja, an Tag 6 ist mal das Wichtigste. Wir haben hier die Bank aufgestellt. Produzieren Metallplatten. Und dann wollen wir uns eine Rüstung machen. Das Kämpferset wäre ja vielleicht nicht schlecht. Was haben wir hier? Ja, das Kämpferset wäre ganz gut. Was brauchen wir noch? Tierfell? Harz. Nachdem Pandia etliche Bäume hatte fällen müssen, um Harz zu bekommen, war es dann soweit, wir konnten unsere erste Rüstung bauen. Unsere erste Rüstung. Nice. Never let the coals die. Dann werden wir die mal anziehen. Physischer Widerstand 103. Sehr schön. Von Oswald hatte Pandia den Auftrag bekommen, den Elixierbrunnen in der Nähe vom Miasma zu befreien und das Ungeheuer dort zu töten. Miasma-Verlängerung nehmen, so. Und wir nehmen mal mehr Ausdauer. Let's go! So, wo seid ihr? Okay, da waren mal welche. Aha. Aha. Ist hier jemand? Nee, hier ist niemand. Da sind noch Krabbeltiere. Okay. Balthasar wieder. Balthasar hat alles erkundet. Gibt es hier noch mehr Kollegen? Ja, da. So, dann gucken wir mal, was von uns hier verlangt wird, um diese Welt zu retten, ne? Einmal gehen wir hier hinter, gucken. Was bist du? Knisternder Zauberstab. Stufe 9. Okay. Passt, würde ich sagen. Und wir gehen mal mit dem hier. Da ist der Bösewicht. Oh, das ist aber gut. Oh.
falsche Taste hier. Pandia hat also ihre erste Feuerprobe bestanden und entfernt hier noch die Flamme und ist damit absolut gerüstet für die Abenteuer, die da noch kommen werden, und kann es gar nicht erwarten, dass es weitergeht. Macht's gut, bis dann und ciao.